Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, wir sollen ja gerade die Einwohner retten, denn irgendwie spielt der Wald hier verrückt. Und wir helfen den Schwestern der Wirts, hier ihnen zu helfen. Und jetzt müssen wir irgendwie mit der da oben sprechen, die sich da ganz oben versteckt hat. Das kriegen wir aber hin. So. Ich dachte, ich wäre die Letzte hier draußen. Na dann kommt hoch hier und kämpft an meiner Seite. Heute ist ein ruhmreicher Tag zum Sterben. Wie viele dieser Kreaturen habt ihr getötet? Jedes dieser verdammten Dinge, das mir zu nahe gekommen ist. Ein Nord gibt niemals auf und ein Nord scheut nie den Kampf. Ich werde weiter kämpfen und meine Axt schwingen, bis mir der Arm abfällt. Und dann finde ich schon einen anderen Weg, um weiter zu kämpfen. Ein Nord. Die überlebenden Einwohner sammeln sich in der Mühle. Ihr solltet zu ihnen stoßen. Ich habe keine Angst zu sterben, Fremder. Aber wenn es schon so sein soll, dann tue ich es lieber, während ich das Dorf verteidige. Danke für eure Hilfe. Ich freue mich darauf, an der Mühle an eurer Seite zu kämpfen. Ja, das freut mich. So, die haben wir jetzt alle eingesammelt. Jetzt sind wir aber auch schon fast hier. Das heißt, wir können da jetzt erstmal hin. Läuft der Kampf? Ja, der Kampf läuft natürlich. Alles klar. Dann laufen wir halt. Hier muss mal irgendwo ein Buch sein. Hier, eins. Da. Formen des Glaubens, die Orks. So, lese ich jetzt aber nicht komplett vor. Fackelkäfer der Wirtin benutzen. Achso, das kann man gleich holen. Okay, wir müssen dem Licht folgen, aber natürlich erstmal ja noch gegen diese Kinder kämpfen. Sonst. So. Wo ist das Licht? Achso, weg. Aber wir haben zum Glück noch mehr. Immer schön durch die Gegner durchfliegen. Aha, hier müssen wir hin. Schön in den Zweiklinge kämpfen. Aber immerhin nicht alleine. So. Vielen Dank. Und wieder Fackel benutzen. Fackelkäfer. Okay, wir haben die Essenz. Ich glaube, dann müssen wir jetzt komplett wieder zurück. Das ist die Zuflucht. Ach, man kann zur Zuflucht sogar schnell reisen. Okay. So, jetzt können wir erstmal wieder ein bisschen reiten. Vielleicht habe ich mir zu schnell ein Urteil über euch gebildet. Diese Leute und auch meine Schwester Ulyna schulden euch ihr Leben. Ich habe getan, was ich konnte. Die restlichen Feuer sollten bald von allein ausgehen. Ihr habt getan, was ihr konntet. Doch die Wut des Waldes hat dieses Dorf verwüstet. Es ist gewiss schrecklich. Doch ein kleiner Teil von mir ist dankbar, dass diese Segen schweigen werden. Meine Schwestern und ich sollten in der Lage sein, alle in Sicherheit zu bringen. Aber wir brauchen eure Hilfe, damit es funktioniert. Wisst ihr, warum der Wald so feindselig geworden ist? Liegt das nicht auf der Hand? Achso, das ist schon gemacht. Das kennen wir schon. Dann beanspruchen wir das. Wir brauchen... Magie und Waffenkraft klingt gut. Ausdauer klingt gut. So, jetzt hier wieder einmal los, zu gucken, ob wir was haben, was wir hier machen können. Hier können wir gezielte Wut machen. Verringert die Ausdauerkosten aller Fähigkeit für 2 Waffen um 7%. Finde ich gut. Machen wir. Okay. Genau. Dann haben wir jetzt den hier als nächstes. Wir müssen noch mehr Essenz sammeln.
Also waren es jetzt wahrscheinlich doch die Sägen, die hier das große Problem waren. Komm, Steinbock, lauf! Okay, hier sind wir schon mal da. Und können wir den Fackelkäfer? Der geht bestimmt wieder da zu diesen beiden Tanten dahin, ne? Hier so die Ecke. Können wir hier schon mal aufräumen. Kommen wir jetzt mal zu, dass wir jetzt alle hier hinkriegen. Vielleicht das hier vielleicht mal. So. Kein Problem. Dachte ich. Ach, da ist noch einer. War ja nicht so rum. Ach, war's schon. Okay. Da. Da ist die Essenz. Dann nehmen wir natürlich den Schnellreisepunkt hier noch einmal mit. Uha, und hier sind auch noch mal eine, ist auch noch mal ein Haufen an Quests. Wir sammeln das mal gleich mit ein, dann vergesse ich das nämlich nicht. Wir müssen etwas... Wer da? Weist euch aus! Was ist los? Banditen haben ein Stück die Straße hoch eine Karawane angegriffen. Wir haben sie im Haus eines Adligen umstellt, aber sie haben die Familie als Geisel genommen. Falls wir angreifen, werden sie sie alle umbringen. Werdet ihr die Geiseln retten? Das ist nicht meine Entscheidung. Ihr solltet mit Hauptmann Verlievere reden. Sie ist auf dem Weg westlich vom Lager. Ich werde losgehen und Hauptmann Verlievere suchen. Machen wir natürlich... Achso, das waren jetzt quasi zweimal der gleiche Questgeber oder so. Da ist der Hauptmann. Aber wir müssen erstmal hier die Essenzen weiter sammeln. Das merken wir uns mal für später. Die werden die Geiseln in der Zeit schon nicht umbringen. Ich bin Mist. Über all diese Kobolde. Ich würde schon gern über die Brücke gehen hier. Okay. Dann flieg, kleiner Fackelkäfer. Okay, dann gehen wir zurück zur Wirtin. Dann kann die nämlich den Zauber dann auch aufrechterhalten. Steht ja hier immer noch so ganz außen. Ich trauere um die Kreaturen, die ihr töten musstet. Normalerweise sind sie nicht so aggressiv. Ich habe dabei, was ihr benötigt. Möge die Essenz von Aetherius uns alle beschützen. Jetzt, bitte, geht zurück. Ich muss das Ritual der Abschirmung durchführen. Ich werde dann mal lieber aus dem Weg gehen. Hoffentlich funktioniert es. Bestimmt. Da. Das sollte gereicht haben. Ach, das war's schon. Kommt mit mir. Gut. Es hat funktioniert. Das ist ein hervorragender Schutzzauber, wenn ich das selbst so sagen darf. Natürlich. So, jetzt sind alle hier in der Mühle und wir haben die Schutzzauber. Kann auch nichts mehr schiefgehen. Dieser Schutzzauber wird uns etwas Zeit kaufen. Jetzt müssen wir herausfinden, was wir als nächstes tun werden. Wir sollten die Einwohner nicht auf ewig zu ihrem Schutz einsperren. Abgemacht. Die Mühle ist fürs Erste sicher, aber wir müssen die Einwohner von hier wegbekommen. Meine Schwester Johanna hat einen Plan, wie man den Dorfbewohnern helfen kann, aber wir brauchen eure Hilfe. Wenn ihr helfen wollt, dann redet bitte mit ihr. Machen wir. So, wir haben eine Schärpe bekommen, was für die Teilchen. Zwar nichts Mittleres, aber immerhin.
Es gibt noch eine letzte Sache, die ihr tun müsst. Meine Schwestern und ich sollten in der Lage sein, alle in Sicherheit zu bringen. Aber wir brauchen eure Hilfe, damit es funktioniert. Was muss ich tun? Wir können entlang der Wurzeln des Wirtbaums reisen. Dadurch konnten wir so schnell hierher kommen. Doch der Boden selbst ist hier mit einer Art Verderbnis befleckt, sodass wir diesen Pfad nun nicht mehr beschreiten können. Die Wurzeln müssen mit reiner Energie genährt werden. Woher bekommen wir reine Energie? Nichts ist reiner als das Leben selbst. Wir könnten die Lebenskraft der Kreaturen nutzen, um die Wurzeln des Wirtbaums zu nähren. Tötet an jeder der Wurzeln eine der Kreaturen, die sich dort aufhalten. Ihre Lebensessenz sollte die Kraft liefern, die wir brauchen, um die Einwohner hier herauszuholen. Ich kümmere mich darum. Sucht die Wurzeln des Wirtbaums in der Umgebung der Mühle. Denkt daran, dass diese Kreaturen ihr Leben nah bei den Wurzeln aushauchen müssen. Sonst nehmen die Wurzeln ihre Lebensessenz nicht auf. Jede Kreatur, die ihr nicht nah bei einer Wurzel tötet, ist grundlos gestorben. Erzählt mir mehr über die Magie des Wirtbaums. Der Wirtbaum nährt uns. Aus seinen Wurzeln ziehen wir Kraft. Seine Blätter spenden uns Schatten. Seine Wurzeln durchziehen ganz Nirn. Und daher bleibt nichts von seiner Macht unberührt. Alles klar. Was haben wir hier eigentlich noch? Bestellung für Dilans Mühlen. Bestellung für Einkäufer. Fürst allein Dil. Starkes, robustes Schnittholz für den Bau von Lieferkisten. Die Kisten müssen groß und stark genug sein, um zerbrechliche Harpyeneier schützen und lebende Harpyen einschließen zu können. Brauche genug Schnittholz für ein Dutzend solcher Kisten für den Anfang. Fürst allein Dil hat eine große Bestellung aufgegeben mit der Anmerkung, dass er zeitnah weitere Bestellungen aufgeben wird. Beachtet, dass jegliche Einzelheiten bezüglich dieser Bestellung ausschließlich Ausführungszwecken dienen. Verbreitet keine Gerüchte darüber, dass der Fürst vielleicht in der Wildnis vor Durchsturz auf die Jagd geht. Diese Bestellung ist mit äußerster Sorgfalt und Dringlichkeit zu behandeln. Sorgen wir dafür, dass er das hochwertige Holz bekommt. Schließlich berechne ich es ihm ja auch. Wenn ihr Fragen habt, findet ihr mich in der Mühle. Na, war das hier mit der Auslöser? Mal wieder aktiv. Okay, sie müssen in der Nähe sterben. Nährt die Wirtwurzel. Machen wir. Zack. 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 Du müsstest gar nicht sterben. Du könntest leben. Nichts Sinnvolles bekommen. Das ist zweihändig. Ja. Gut. Dann auf zur nächsten Wurzel. Achso, ja. Hier haben wir noch eins. Das passt doch wunderbar. Schwupp. Und dann brauchen wir noch die Wurzel Nummer 3. So. Geht's aber ganz schön tief runter. Aus. Ist echt wahnsinnig, wie schlecht unsere Reittiere noch sind. Glauben. Okay, das heißt, wir können zurück in die sichere Mühle. Mal gucken, was das jetzt gebracht hat. Huch, wo sind denn alle hin? Wir konnten alle Dorfbewohner durch das Portal bringen. Jetzt sind sie in unserem Lager in Sicherheit. Perfekt, das ging aber schnell. Braucht ihr sonst noch etwas von mir?
Ich sollte zu unserem Lager zurück und dabei helfen, die Einwohner zu beschützen. Meine Schwestern werden dem Irrsinn, der sich hier heute zugetragen hat, näher auf den Grund gehen. Vielleicht könntet ihr ihnen helfen, falls ihr Interesse habt. Ihr habt euch meinen Respekt verdient, Steinbewohner. Vielen Dank. Immer wieder gerne. Sprecht mit Helene. Es gibt noch immer Fragen, die eine Antwort bedürfen. Machen wir aber erstmal, sind wir schon Stufe 18. Das geht ja hier ratzfatz. Achso, und jetzt muss man sich aussuchen, was man hier bekommt. Schau mal die Feuerschale. So, hier haben wir jetzt die leichte Rüstung bekommen, aber das möchte ich eigentlich gar nicht. Tiergefährten haben wir nix. Waffe haben wir nix. Volk hatten wir gerade erst. Gilden nicht. Dann würde ich sagen, machen wir Seelenmagie. Die Seelenbeschwörung. Nee, den Seelenbruch. Den machen wir. Und dann geht's hier weiter. Ich wollte nichts sagen angesichts dieser armen Leute. Sie haben schon so viel durchgemacht. Aber nachdem ich mir die Situation näher angesehen habe, denke ich, dass ich weiß, was im Wald vor sich geht. Was habt ihr herausgefunden? Die schreckliche Magie, die diese Kreaturen befallen hat. Ich habe Geschichten darüber gehört, aber noch nie ihren Einsatz mit eigenen Augen gesehen. Reikmagie. Ich weiß nicht, wie das geschehen konnte. Selbst die Wächterinnen des Wirts sind verstummt. Es ist alles noch viel schlimmer, als ich ursprünglich angenommen hatte. Wer sind die Wächterinnen? Elementargeister, die mit dem Wirtbaum verbunden sind. Sie leiten uns dabei an, dieses Land zu schützen. Doch wenn wir sie nicht erreichen können, können sie uns auch nicht helfen. Ich muss euch bitten, uns in dieser Sache auch weiterhin beizustehen. Ganz Glen Umbra könnte in Gefahr sein, wenn dieses Unheil sich weiter ausbreitet. Was soll ich tun? Ihr müsst euch mit Würdin Ileana treffen. Sie hat als Erste die Störung gespürt und weiß wohl mehr über Reikmagie. Wir müssen das beenden, oder die Erde unter unseren Füßen wird zugrunde gehen. Bitte, sprecht mit meiner Schwester. Sie befindet sich auf der Straße nördlich dieser Mühle. Alles klar, das ist die klassische Geh-mal-dahin-Quest. Okay, aber wir konnten die Leinsmühle retten. Das hier wird sich dann vielleicht auf den Birkenfels tatsächlich beziehen. Wir gehen erstmal hier hin. Haken den einmal ab. Gut, was heißt, wir haben die Leinsmühle gerettet? Wir haben zumindest die Bewohner gerettet. Den Ort selber konnten wir nicht retten. Aber vielleicht ergibt sich das ja noch. Ich bin beschäftigt. Die Banditen der Rotkrähen haben Geiseln genommen. Sie sind in einem Haus die Straße runter. Das hat mir eine der Wachen erzählt. Das klingt, als ob ihr einen Plan braucht. Eine Patrouille hat euch geschickt? Dann hört genau hin. Ich habe nämlich immer einen Plan. Die Rotkrähen nutzen abgerichtete Wölfe, um ihr Lager zu bewachen. Es steigert ihre Zuversicht, macht sie aber auch nachlässiger. Wir können das ausnutzen, um die Geiseln zu retten. Was schlagt ihr vor? Ich brauche jemanden, der oder die sich hineinschleichen, etwas Wolfsweh schnappen und es zu den Geiseln bringen kann. Mit der Pflanze können sich die Geiseln hinausbegeben, ohne die Aufmerksamkeit der Wölfe zu erregen. Die Geiseln sind in einem Haus eingesperrt. Also müsst ihr auch einen passenden Schlüssel finden. Ich werde Wolfsweh und den Schlüssel besorgen. Wir können helfen, sobald ihr die Adligen dort herausgeholt habt. Meine Wachen können es kaum erwarten, diese Briganten zu erledigen. Seid einfach vorsichtig und viel Glück. Gibt es sonst noch etwas, das ihr mir sagen könnt? Wolfsweh wächst hier überall. Es sollte leicht zu besorgen sein. Und was den Schlüssel angeht, schnappt euch eine Rotkrähenuniform und schaut euch um. Die Verkleidung sollte zwar die Banditen narren, aber passt mir auf die Wölfe auf. Schüttelt ansonsten ein paar Banditen, bis ein Schlüssel rausfällt. Das kann ich. Okay, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann kümmern wir uns hier beim nächsten Mal um das Lager der Rotkrähen. Krakra. Bis dann.